Hey Leute, herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Dragon Age Inquisition. Ich bin hier wieder in Happen und werde mal ein wenig mit Blackwall quatschen. Der scheint auch einen Auftrag zu haben. Palmer Bauer, seht euch das an. Sie ist viel leichter zu ignorieren, wenn man weit davon entfernt ist. Dass ihr da tatsächlich rausspaziert seid. Dass ihr ihr so nahe wart. Wenn mich nicht Soldaten der Inquisition gerettet hätten, weiß ich nicht, was geschehen wäre. Soldaten der Inquisition? Da habe ich etwas anderes gehört. Die Bresche, der Tod der Göttlichen, die Wächter. Das alles ergibt keinen Sinn. Es gibt so vieles, das wir nicht wissen. Ah, das geht aber schnell bei ihm, dass er sich als ein Teil der Gruppe fühlt. Wie ich sehe, fühlt ihr euch schon als Teil der Gruppe. Geht euch das etwa zu schnell? Ich hatte den Eindruck, wir bauen gerade eine Beziehung zueinander auf. Also, ihr wisst bereits etwas über mich. Aber was ist mit euch? Wie passt ihr in all das hinein? Ich will einfach nur helfen, den Krieg zu beenden. Ich will, dass alles wieder in Ordnung kommt. Ein ehrenwertes Ziel, das ich mit Freuden unterstütze. Was mich angeht, so bin ich schon zufrieden, wenn wir die Bastarde finden, die die Göttliche ermordet haben. Sie schulden uns Antworten. So ist es, aber anscheinend kam diese Quest, die auf der Karte angezeigt wird, nicht von Blackwall. Oder müssen wir jetzt nochmal mit ihm reden? Ich habe Gerüchte gehört, dass es in dieser Gegend überall verlassene Lager der Wächter geben soll. Wenn wir Zeit dafür haben, würde ich mir das gern einmal ansehen. Vielleicht finden wir auch noch irgendetwas Brauchbares. Das hört sich nach einem guten Plan an. Nichts im Moment. Vielleicht später. Yep, Erinnerung der Wächter. Okay, das heißt, wir müssen jetzt überall nach Artefakten suchen. Das machen wir aber später, hätte ich mal gesagt. Könnte jetzt durchaus eine Quest werden, die uns länger beschäftigt. Unser Inventar ist ja mehr oder weniger ausgemistet. Das heißt, ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum Kriegsrat, um mir dort anzuschauen, was die letzten Missionen ergeben haben, die ich in Auftrag gegeben habe. Und vor allem, um zu sehen, was wir tun müssen, um mit der Hauptsache fortfahren zu können. Beziehungsweise, was wir tun müssen, um zur Sturmküste zu kommen. So, vorher haben wir noch eine Kleinigkeit abzugeben, nämlich ein paar weitere Gegenstände, mit denen wir Gegner erforschen können. Sehr schön, wieder Erfahrungspunkte bekommen, das heißt, wir haben wahrscheinlich für irgendetwas wieder einen Schadensboni bekommen. Sollte hier unten gleich angezeigt werden. Ja, Schadensbonus gegen Dämonen und wir haben einen Codex-Eintrag über Schemel freigeschaltet. Was kann ich für euch tun? Auf ein andermal. Gut, bei ihr gibt's nichts Neues. Dann schauen wir mal, was der Kriegsrat so spricht. Ein, zwei Aufgaben sollten jetzt erledigt sein. Oh, das sind schon die... Achso, ich habe noch einen Inquisitionsbonus übrig. Kanzler Roderick hat sich bei mir über euch beklagt. Könntet ihr vielleicht versuchen, ihn nicht ständig zu verärgern? Wenn ich den Mann so leicht vor den Kopf stoße, sollte vielleicht er versuchen, mich in Ruhe zu lassen. Gut, und ich möchte jetzt für den Anfang ja mal, wie ich schon, glaube ich, gesagt habe, oder auch nicht, hauptsächlich oder vorrangig, diese ersten Sachen, Kenntnisse der Blabla, freischalten, denn da bekommen wir jeweils 50% mehr Erfahrung für jeden Codex-Eintrag, aber auch Dialogoptionen zu bezüglichen Dingen. Diplomatie haben wir schon freigeschaltet, hier könnten wir uns Sachen über Unterwelt und dergleichen freischalten. Da bekommen wir Bezug auf das Nichts-Utakane Studien, was zum Magier auch sehr schön passen würde, weswegen ich es mir hole. Und ich denke mal, neue Dialogoptionen können durchaus
interessante Dinge freischalten. So, mal schauen, was wir hier alles haben. Hier haben wir einiges an Verträgen. Ah, Verträge der Grauen Wächter. Ja, wie ihr seht, da ist einiges, was wir tun könnten, tun müssten. Einige sind, glaube ich, gerade fertig geworden. Genau. Die Bienen. Ja, hier im Inneren noch die Bienen. Wir haben die Waffenpläne erhalten und ganz in der Nähe eine Imkerei gefunden, die uns mit Bienen versorgt. Als dem Imker von dem Vorhaben berichtet wurde, hat er die Finger zusammengelegt und spöttisch, ja natürlich gesagt. Das ist ein wenig irritierend. Anscheinend ein weiterer Freund der Roten Jenny. Und wir haben die Rezeptur Bienenschwarm-Sprengfeuer bekommen. Interessant. Sehr interessant. Gut. 15 Punkte, um mit der Quest weiterzumachen. Die haben wir, glücklicherweise. Aber vorher mal die noch abgeben. Die Waffe von Tridas Strahlaxt finden. Inquisitor, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Scholaren diskutieren seit Jahren, ob Tridas legendäre Axt nun eine mit Kristall besetzte Axt, eine Axt mit einem magisch geketteten Kristallkopf oder einfach nur eine polierte Axt war. Aber offensichtlich bedeutet das aus der alten Sprache mit Axt übersetzte Wort nicht weiter als Schaftwaffe. Es wäre also möglich, dass sämtliche Übersetzungen der Saga überarbeitet werden müssen, um alle Hinweise darauf, dass Tridas Strahlaxt möglicherweise als Stab verwendet werden könnte, das für eine Magierin weitaus wahrscheinlicher wäre, aus dem Text zu entfernen. Ich bitte die Verwirrung in dieser Angelegenheit zu entschuldigen und werde bei meinen künftigen Übersetzungen noch gewissenhafter zu Werke gehen. Und anscheinend haben wir jetzt eine schöne Waffe bekommen. Die werde ich mir gleich mal anschauen. Ah, der Kult von Andraste. Es ist unglaublich, wie viele Gänge selbst nach der Ankunft der Kirche unentdeckt blieben, und sie haben jahrelang jeden Zoll dieser Berge nach allem abgesucht, was mit der heiligen Asche in Verbindung steht. Der Kult hat all das nicht gebaut. Es war schon viel früher hier und wer weiß, wie viele Jahre es dauern würde, alles zu finden. Von den neuen Gängen, die bei der Suche entdeckt wurden, waren die meisten längst leer oder das, was sich darin befand, war nicht mehr zu retten. In einigen aber entdeckten wir interessante Artefakte, von denen eines mit seltsamen Runen versehen ist, die wir noch übersetzen müssen. Wenn wir jemanden finden, der dazu in der Lage ist, könnten sie sich als nützlich erweisen. Gut, damit werden mal diese Aufgaben erledigt. Hier haben wir die Sturmküste. Die werden wir als nächstes uns anschauen. Ja, dazu müssen wir Spione hinschicken. Und die Spione bringen hoffentlich, ja, ein paar neue Erkenntnisse. Und wir haben somit das Gebiet freigeschalten und reisen aber jetzt noch nicht hin. Denn wir haben hier... Aha! Das ist auch eine der Aufgaben, die wir regelmäßig durchführen können, wie es ausschaut. Dann werde ich als nächstes mal... Nein, zuerst werde ich schauen, was es noch für Aufgaben gibt, bevor ich mich entscheide, welche der beiden Damen ich hinschicken werde. Oder, was soll's. Die Aufgaben in Olays werden wir jetzt mal kurz sein lassen. Wir schicken Lilianes Leute hin, um weitere Sachen zu finden. Und Josephine soll noch ein bisschen Geld organisieren. Wir stehen euch zu Diensten. Dann könnten wir rein theoretisch Kallen nach Olays schicken. Weil das so eine gute Idee ist. Überreste der Kirche. Ach nein, ich würde sagen, lassen wir Kallen mal hier. Ich werde mir mal kurz die neuen Sachen anschauen. Und ein paar andere Dinge noch schnell erledigen, bevor wir uns zur Küste aufmachen. Schauen wir uns den Stab mal gemeinsam an. Ja, für Stufe 11, aber der sieht, ja, der schaut mir ganz solide aus. Auf den freue ich mich schon. Den werden wir zu den Wertgegenständen legen. Genauso wie das Großschwert hier. Und dann werde ich mir mal für Sarah diese Bienenfalle holen. Ich denke mal,
die passt am besten zu ihr, da immerhin sie diese blöde Idee hatte. Habe ich gerade blöde Idee gesagt? Ich meine, diese interessante Idee. Bei der Gelegenheit werde ich auch gleich mal die restlichen Leute mit passenden Tränken ausstatten. Merrick hat schon was, Solas auch. Vivian hat auch einen Lyrium-Trank. Blackwall hat noch nichts. Blackwall bekommt aber auch das Elixier der Steinrüstung. Für ihn als Tank, ja, glaube ich, ganz selbstverständlich, dass er das bekommt. Sarah hat gerade zwar schon diese Pechsprengfalle, aber sie bekommt jetzt den Bienenschwarm. Einen Bienenschwarm herbei, der Schwarm greift den ersten sich nähernden Gegner an und fügt diesem 15 Sekunden lang Schaden zu. Ein vom Schwarm betroffenes Ziel hat jede Sekunde eine 10%ige Chance, in Panik zu geraten. Ja gut. Cassandra hat auch einen Trank und wir auch, den wir jetzt auffüllen. Das kann Sagret euch besorgen, Sir. Und dann schauen wir mal, ob wir einen Trank aufwerten können. Zuerst mal den Heiltrank. Nein, da fehlt uns immer noch der Dämmerlotus, um seine Heilkraft zu verbessern. Den Lyrium-Trank habe ich, glaube ich, noch überhaupt nicht verbessert. Da brauchen wir auch noch einen Schwarzlotus, den wir auch nicht haben. Bei den Elixieren haben wir, glaube ich, nur das Elixier der Steinrüstung, das wir schon zweimal verbessert haben, wo uns jetzt auch die besseren Dinge fehlen. Und beim Sprengfeuer, ja gut, das verwende ich eigentlich so gut wie gar nichts. Da wäre es, glaube ich, im Moment noch etwas Verschwendung zu verbessern. Gut, dann bringen wir die ganzen Pfeile. Was wollen diese Pfeile alle von mir? Ach, die führen mich zu meinen Begleitern, Schrägstrich zu den Händlern. Na gut. Da werde ich jetzt aber nicht mehr so viel machen, denn ich möchte jetzt zur Sturmküste aufbrechen, um dort die nächsten Gefährten zu rekrutieren. Das werde ich jetzt direkt machen, auch wenn dort wahrscheinlich wieder Quests in grauen Mengen auf mich einhageln werden. Die werde ich teilweise, sage ich mal, ignorieren und auf später verschieben. Wie gesagt, im Moment möchte ich mit der Hauptstory vorankommen. Die Sturmküste. Pferde sind wirklich eine Bereicherung. Ich werde dafür sorgen, dass man sich gut um sie kümmert. Ja, braver Junge. Wir werden da jetzt mal schnell hinreisen, um das dort zu erledigen und den neuen Gefährten zu rekrutieren. Euer Gnaden, willkommen an der Sturmküste. Ich hätte euch schon früher informiert, aber wir wurden aufgehalten. Wieso? Wegen einer Horde Banditen, die die Gegend unsicher macht. Sie kennen das Gelände und unsere kleine Schar hatte Schwierigkeiten, ihrer Herr zu werden. Einige unserer Soldaten wollten mit ihrem Anführer verhandeln. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Das klingt nicht gut. Wir werden der Sache nachgehen. Ich werde tun, was ich kann, wenn wir die Zeit dazu finden. Danke, Euer Gnaden. Das ist sehr beruhigend. Die Soldaten wussten nicht genau, wo die Banditen sich aufhalten, aber sie haben weiter unten am Strand mit der Suche begonnen. Angesichts des ganzen Wirbels konnten wir auch noch keine ernsthafte Suche nach den Wächtern einleiten. Als dann, viel Glück und genießt die frische Seeluft. Soll ja gut für die Seele sein. Ja, danke, Harding. Werden wir machen. Aber zuerst möchte ich mich mit dem Sturmbullen, also mit dem eisernen Bullen treffen. So, hier gibt es noch eine Quest, wahrscheinlich die, ja, vom Rekrutierungsoffizier. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Lasst hören. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Gut, Bergungsgut beschaffen, Küste. So, wo ist der Bulle? Ach, da. Direkt da unten, das geht ja schnell. Ja, wie ihr seht, das Gebiet ist wieder groß, hat ein paar Lager zum Finden und ja, wird uns sicherlich auch einiges beschäftigen. Ich werde die Küste früher oder später sicherlich zeigen,
Aber wie gesagt, zuerst ist mal die Hauptstory dran. Vorher ist mir alles andere mehr oder minder herzlich egal. Ja gut, das schauen wir uns trotzdem mal an. Wenn wir schon hier sind, können wir die Scherben gleich aufdecken. Ah, das ist das Lager. Da wird schon fleißig gekämpft. Da sollten wir gleich mal schauen, dass wir hinkommen. Bevor sie sich gegenseitig umbringen. Aber ich brauche nur noch die letzte Scherbe. Wo ist die jetzt? Scherbe, Scherbe, Scherbe. Komm schon. Ich hasse es. Immer die letzte Scherbe. Ah, da unten. Ja gut. Da hätte ich wohl lange nicht hingeschaut. Dann wäre mir auch mal schon die Abkürzung runter zu den Kämpfenden. Und gut, dass der Wächter auch, also dass unser Inquisitor auch sofort erkennt, wer davon Feind und wer Feind ist. Ui, T-Wintereiferer. Stufe 9. Das heißt, wir geben mal die Rune darunter. Ach so. Hat noch anscheinend Cooldown. Nein, zu wenig Mana. Aber jetzt haben wir genug Mana für die Rune. Ach, und der läuft jetzt raus, verdammt. Na gut, dann noch ein Eissturm. Und damit sollte der erste liegen, sehr schön. Und der nächste Eiferer liegt auch gleich am Boden. Jawoll. Ah, da ist noch einer. Und da ist schon wieder der nächste. Wie viele sind da noch unterwegs? Scharfschütze. Und das war's jetzt endlich. Sturmbullen! Das war's! Krem! Wie sieht's aus? 5 oder 6 verwundete, Häuptling. Keine Toten. Ja, das wollte ich hören. Lass die Kehlenschlitzer den Rest erledigen und öffne dann die Fässer. Ihr gehört also zur Inquisition, hm? Freut mich, dass ihr es einrichten konntet. Na kommt, setzt euch. Die Getränke kommen gleich. Ja, das war doch relativ beeindruckend, der Kampf. Das war ziemlich überzeugend. Ich habe gehört, ihr sucht Arbeit. Das tue ich. Aber erst nachdem ich etwas getrunken habe. Ich nehme an, ihr erinnert euch an Cremisius Eclasi, meinen Leutnant. Schön, euch wiederzusehen. Die Kehlenschlitzer sind fertig, Häuptling. So schnell? Lass ihn noch mal nachsehen. Ich will nicht, dass irgendeiner dieser Tevinter-Bastarde davonkommt. Nichts für ungut, Krem. Schon in Ordnung. Ein Bastard weiß zumindest, wer seine Mutter war. Damit ist er deutlich besser dran als ein Kunari, richtig? Also, ihr habt uns kämpfen gesehen. Wir sind zwar teuer, aber wir sind es wert. Und ich bin mir sicher, die Inquisition kann sich uns leisten. Wie teuer seid ihr? Was genau wird es mich kosten? Euch persönlich gar nichts. Außer ihr wollt uns später ein paar Runden spendieren. Eure Botschafterin, wie war noch ihr Name? Josephine? Wir wenden uns an sie und regeln das mit der Bezahlung. Das mit dem Gold wird sich schon klären. Macht euch darüber keine Gedanken. Entscheidend ist nur, dass wir es wert sind. Ja,
Sturmbullen scheinen eine erstklassige Truppe zu sein. Ja, das sind sie. Aber ihr bekommt ja nicht nur die Jungs. Ihr bekommt auch mich. Wenn ihr an vorderster Front einen Leibwächter braucht, bin ich euer Mann. Ganz egal, was kommt. Dämonen, Drachen. Je größer, desto besser. Und dann ist da noch etwas. Ihr findet es vielleicht nützlich, kann aber auch sein, dass es euch stört. Habt ihr je vom Benners Rat gehört? Nein, eigentlich nicht. Nein, das sagt mir überhaupt nichts. Sie sind ein Orden der Kunari. Sie befassen sich mit Informationen, Loyalitäten, Sicherheit, all solchen Dingen. Im Grunde genommen sind sie Spione. Oder genauer gesagt sind wir Spione. Die Benners Rat sind wegen der Bresche besorgt. Derart unkontrollierte Magie könnte überall zu Problemen führen. Ich habe den Auftrag, mich der Inquisition anzuschließen, nahe an die Befehlshabenden heranzukommen und Berichte über die Geschehnisse zu schicken. Aber ich erhalte auch Berichte vom Benners Rat Spionen aus ganz Orlais. Wenn ihr mich in eure Dienste nehmt, teile ich sie mit euren Leuten. Mhm. Okay, wir können jetzt die Sturmbullen sich der Inquisition anschließen lassen und den einzelnen Bullen als Mitglied der Truppe aufnehmen. Oder wir können es ablehnen. Na gut, wir nehmen sie mit. In Ordnung, ihr seid dabei. Sehr schön. Krem, sag den Männern, sie sollen unterwegs austrinken. Die Sturmbullen wurden gerade angeheuert. Und was ist mit den Fässern, Häuptling? Wir haben sie gerade erst geöffnet. Mit Äxten. Dann verschließt sie eben wieder. Du bist doch aus Tevinter, oder? Versuch's mit Blutmagie. Wir treffen uns dann in Haven. Das werden wir, aber ich werde den eisernen Bullen... Nein. Ja, gut. An der Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Wir treffen uns, wie der eiserne Bulle schon gesagt hat, in Haven und werden dort ihn uns mal kurz anschauen und auch anschließend aufbrechen zur Hauptstory und schauen, wie wir die Magier befreien können. Dann wünsche ich euch alles Gute, hoffe es hat euch gefallen und hoffe auch, ihr werdet beim nächsten Mal wieder dabei sein.